Gucci. Ich hab keine Taschenlampen mitgenommen. Schau jetzt mal ein B rein. Mach ich. Klingt vernünftig. Good luck, have fun, my boys. Aber ganz ehrlich, der Weg ist zu weit vom Last. Könnte ein bisschen kürzer sein, aber es sei denn, am Start ist ja auch voll bei der Tier. Der Weg ist nicht zu weit, die Leute laufen einfach zu langsam. Das ist natürlich auch wahr. Ich gehe mit meinem Thermometer. Und da ist der Filtfall draufgegangen. Oh ja. Yeah. Habt ihr eigentlich das Video gesehen, wo Kai Ayana das Ganze mit Paul Panzer spielt? Nope. Na, hab ich nicht gesehen. Alter, ich hab mich bepisst von. Paul Panzer hat so keinen Nerv für dieses Spiel. Ich hab gar nicht gewusst, dass es den überhaupt noch gibt. Ich kann irgendwo einen Abfluss hören mit Schmutzwasser. Geist war gerade bei mir. Das war das kälteste bis jetzt, 10,8. Das war nicht 100. Warum war der Geist gerade bei mir? Ich bin ein B-Vögel. Ein B-Vögel? Mist, die Temperatur. Was hast du für Temperaturen? 18 Grad, aber ich höre das Schmutzwasser und plötzlich ist er vor mir gestanden, als Phantomfigur. Aber es sind keine kalten Temperaturen bei mir. Vielleicht hat er sie einfach nur gezeigt, könnte ein Phantom oder so sein. Der zeigt sie ja gern. Wo ist der Krankenflügel? Obere Etappe. Beim Haupteingang die erste Tür rechts. Da ist die Treppe. Okay. Nein, es war gerade echt komisch, ich hab das Schmutzwasser gehört, wenn du halt den Abfluss hörst und plötzlich steht der Geist vor mir. Ich hör das Schmutzwasser, aber ich komm nicht zum Schmutzwasser.
Ja, nicht. Das ist bei mir im B-Flügel oben, hätte ich gesagt. Und da ist auch der Geist appeared, aber das sind sonst keine Anzeichen. Gang draußen, jetzt 10,8 bei mir. Es muss ja ganz sicher beim Vampi sein. Mein erster Verdacht ist ja, dass er Phantom ist. Um Verhalten. Es regnet. Da ist der Vampire. Are you here? Are you here? Hab es Schmutzwasser gefunden, das ist da hin. Are you here? Darin ist er geholt, 5,8. Innen hat zwei, waren noch unter 10. Passt. Kamera, da ist ja auch schon mal da. Hast du immer echt Equipment? Das ist so nah am B-Flügel wahrscheinlich, dass ich es deswegen gekehrt habe und Are deswegen ist here? Er durch die Wand gespawnt. Konnte der eine sein, der was durch die Wand gehen kann auch. Da gibt es ja einen Geist, der was das kann. Gonna catch 'em all. Wenn ein Ding drin sein, gibt's ja nicht. Ja, der war bei mir vor der Tür. Sind wir denkt, das ist vorbei. Der lief mir hinterher, ich hab seine Schritte im Nacken. Ich nehme mal die normalen Taschenlampen und mache so eine Art Weg zum Ausleuchten. So, haben wir relativ. Ich bin gerade so verloren. Salz und Kruzifix. Pex, du bist jetzt in der Richtung von der Kantine drauf. Jetzt gehst du quasi in die Richtung vom Ausgang. Links von dir muss der Durchgang durchs Gitter sein. Ja. Und die Doppeltüren, die was jetzt da ah, ist, so von dir gesehen hast. Sehe schon, genau. Ja. Ich hab echt genau, gefühlt, danke, ja. Quasi ist gut aus. Ich hab gerade die Orientierung viel verloren.
Dankeschön. Kannst du mal kurz sagen, wo der Stromkasten ist? Der Stromkasten ist unten im linken Flügel. Für das, dass der Geist gerade im oberen Stock gespawnt ist, war er ziemlich schnell unten. Gute oder Wempi. Ich komme nicht mehr zum Raum und schon handelt der wieder. Der ist nicht ohne, ja. Ich habe nur auf der Kamera kurz gesehen. Aber das haben wir das letzte Mal gehabt, der Phil und ich, wie wir zu den Zellen kommen und sind, wir sind eingegangen und sind sofort gehuntet worden. Das war echt creepy. Wempi läuft auch immer auf dem Zaun zu. Ich war kurz aufs Handy. Nimm mal ein Buch mit und sonst was. Also Phil. Ich hab kurz die Sticks und. Das sind zwei Aufgaben, die. Ich bin gerade dabei, so ein bisschen was an Pfad zum Legen. Are you here? In die Geisterbox. Gut, dann gehen wir einen Venture bauen. Lol. Ist er schon unterwegs, der Junge?
da runterkam, obwohl ich hier durch bin und die Türen zu. Bin mir gerade nicht sicher, ob ich einen Geist drauf gesehen habe. Sanity-mäßig Feli ist bei 0. Vampy bei 25. Aktivität ist bei 4. Lol. Ja, Orbs sind confirmed. Sanity ist an Vampir 14, Fehl auf 0. Orbs sind confirmed. Lass mir da jetzt bis zum Schluss hin noch gehen. Ja, aber es ist richtig komisch, ich hab die Schritte auch gehört und zwar close bei mir. Ja, ganz oben war er noch richtig knapp hinter dir. Aber er ist an mir quasi die andere Stirn, wo ich noch kennt. Ich glaube, man muss, der Geist muss in der Nähe vom Kruzifix sein, wenn er loshuntet. Ich glaube, so funktioniert das Ding. Ich bin mir aber nicht sicher. Da bin ich mir auch nicht sicher. Was ist die eigentlich? Nicht viel, nicht viel. Wir wissen, dass man da jetzt nochmal rein muss, um was auszufinden. Zwei braucht's noch, Jungs. Hast du gerade zwei Sender, die Pillen? Ich hab eine genommen. Eine steht noch da. Ich glaube übrigens, dass es der hintere Teil des Raumes ist, weil das Salz ist da. Mach uns ein bisschen kuschelig darin. Und der schon wieder. Was ist denn los mit dem? Mit dem Boy stimmt ja was nicht. Lol, der Dude ist echt von 0 ist der auf 10 und jetzt ist er wieder auf 0 unten. Aktivität.
Kontrolle, weil wir hier unten noch waren. Ja, der Soft ist in der Zeit nicht durchlaufen. Der steht ewig da oben in der Nursery und Nursery in Fermi im Farm. Das, ihr wisst, was ich meine. Das stuck da. Wieder von 0 auf 10. Aha. Ich versuche ein EMF-Camp zum genau dort, wo er durchläuft, zum Einsetzen, damit der Pax vielleicht lesen kann, ob er EMF-Reading kommt. Passt, ja. Es war schon wieder von 0 auf 10 mit Anschwung. Also, das ist nicht einmal eine Steigerung, sondern sofort. Und 10. Der Hut ist mir nicht mehr wurscht. Der ist echt von 0 auf 10, es gibt keine Zwischenstufe. Sanity ist beim Fehler auf 0 und Vampy auf 8. Ja, wir haben jetzt nicht den nächsten. Keine Pillen mehr, es ist nicht wurscht. Eins haben wir noch, ja. Hast du die Sanity Cam schon gefunden? Also die MF Cam schon gefunden? Sekunde. Hab ich, ja. Das nächste Mal, wenn er da drüber läuft beim Landen, dann schau einfach einmal drauf. Ei, ei. Aktivität wieder bei 0. Aber das gibt nur 0 und 10 bei dem. Ist sonst schon was bestätigt? Habt ihr schon was gesehen? Die Orbs haben wir bis jetzt nur. Nur die Orbs, okay, ja. Verzehn. Das ist fucking crazy.
Schluck gar nicht aus. EMF hat gar nicht ausgeschlagen und wieder von 0 auf 10. Aber Foto vom Geist. So fett wie der ist, kein Wunder, kommt er nicht. Okay, jetzt hat's beide auf Null. Das erste Mal Aktivität 2. Ja, sorry, ich hab gerade einen Fall. Jetzt hauntet er gleich wieder. Gefriertemperaturen wären interessant. Dann EMF 5. Nee, nur Gefriertemperaturen und EMF interessant. Das wird man herausfinden, wo genau das er herumgeistert, damit wir den EMF sauber lesen können. Hat die ganze Taschenlampe weggeedelt, das ist so Haunting. Wie gut ist das bitte? Hast du gerade vorher die Taschenlampen weggehauen und dann hast du das Haunting angefangen? Ah, Vamp ist schon tot. Und schon. Das gibt's nicht, der hauntet schon wieder. Ist schon wieder von 0 auf 10, der hauntet ohne Ende. Ja,
ist ja gescheit. Der Kumpel schon. Aber ich kann von mir aus noch mal reinlaufen mit dem Emil. Ach, zahlt sich glaube ich gar nicht aus. Es war vorher auch gleich. Hast du denn ernsthaft zahlt sich gestrahlt? Ja, ich war langweilig. Was, das ist Mr. Vampire auch schon in der Hut. Und der Zauber da schon den Becher her. Oh, Wahnsinn. Bist du auch für Shade oder? Ich kann von mir aus noch mal forsten, dass wir ein bisschen ein besseres EMF-Reading kriegen, aber er huntet mich sofort. Der huntet extrem schnell. Wir stehen in das Zimmer und sofort ist er auf deiner, auf der Fersen. Aber er hat das ähnliche Verhalten wie vorher, weil sobald wir drin gewesen sind, hat die zum Hunten angefangen. Also, für mich wäre es okay, wenn wir Shade nehmen. Falls ein Vampir okay ist, schmeiße er den Becher. Becher wurde geworfen. Dann geht mal weg, oder? Er geht. Ja. Eh klar.